Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Super Saiyajin Formation freigeschaltet. Genau, ich habe eine Super Saiyajin Formation, die geht so. Doof. Okay, wie man sieht, hat sich hier ein bisschen was getan. Ich habe ausgehen ganz viele Sachen zu essen geben, damit er sich weiter pflanzen kann. Das klingt sehr, sehr komisch. Und ja, mittlerweile haben wir jetzt hier 5, glaube ich. Und wir holen uns jetzt den letzten. Ich bin jetzt, glaube ich, kurz davor, den ja voll zu machen. Und ja, gehen wir dem mal zu essen. Und jetzt müssten wir bei dem 100% haben. Oh, neue Familie. Ich pflanze mich fort. Sowas von krank. Ich bin Sugoroku. Nett, dich kennenzulernen. So, Omojibo will uns was sagen. Oh, du bist es gerade rechtzeitig. Bu wollte gerade dieses große Ei essen, das Bu vor einer Weile gefunden hat. Willst du es mit Bu essen? Bu wettet, es schmeckt gebraten gut. Was für ein Ei? Willst du es sehen? Tada, das ist es. Ein verziertes Zeitei 4. Ist etwas Ungewöhnliches an diesem Ei? Hä? Bu kann das eigentlich essen? Wieso? Und ich glaube, es schmeckt schlecht. Bu sieht näher hin und das sieht schlecht aus. Etwas ekelhaft. Bu hat sich entschieden. Er wird das Ei nicht essen. Dieses Ei, bevor du gekommen bist, war hier ein seltsamer blasser Typ und hat das Ei zurückgelassen. Er sagt sowas wie, geh mir aus dem Weg, ich habe keine Zeit für dich. Dann hat er das Ei dagelassen. Sag mal, wie verhandelst du Bus Nachahmung? Toll, oder? Und du hast ihn nicht getroffen, also weißt du nicht, wie gut sie war. Jedenfalls, Bu geht mit der Familie spielen. Ja, damit haben wir 100% jetzt mit Bus Familie. Oder? Ja. Übrigens, ich habe auch beim Oberältesten 100%, weil ich auswählen die ganzen Dragon Ball Missionen gemacht habe. Und ja. Was der mir, ich habe den aber leider schon angesprochen. Und was der mir gegeben hat, ist irgendwie, weiß ich nicht. Der hat irgendwie die Dragon Balls verbessert, damit ich mehr Wünsche machen kann, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch zweimal die Dragon Balls gerufen, also den Drachen gerufen, meine ich. Zweimal die Dragon Balls gesammelt und den Drachen gerufen. Und mir zwei spielbare Charaktere freigeschaltet. Weil von denen, weiß ich nicht, haben wir in diesem Projekt nichts, aber die kann ich auch gleich auf Screen irgendwie freischalten. Ne? Ich muss ja nicht jedes Mal irgendwie aufnehmen, irgendwie, wenn ich die Dragon Balls sammle oder so. So, hier war noch irgendwas. Wo ist er? Ich glaube da. Da steht nämlich Metallcooler die ganze Zeit. Und ich will wissen, was es damit auf sich hat. Habe ich die Teleportationsstation schon? Ich glaube ja. Gehen wir mal dahin. Also ausgehen hat sich so ein bisschen was getan, aber storymäßig habe ich nicht viel gemacht. Ja, storymäßig habe ich gar nichts gemacht. Ich habe Parallelquests hier einige gemacht. Und zwar alle die, die wir schon im ersten Teil auch machen konnten. Oh, er hat das gedacht, er ist wirklich schwarz. Meine, einige sind ja die exakt gleichen. Ich habe die nochmal abgeglichen mit dem ersten Teil. Und einige sind ja exakt gleich mit den gleichen Voraussetzungen, gleichen Charakteren und so. Und ja, wenn ihr die sehen wollt, dann guckt im ersten Part, im ersten Projekt von Dragon Ball Xenoverse 1 nach. Und ja, ich will auch hier neuen Content und alles was zeigen. Und wir können ja auch nicht alle machen. Ich kann ja nicht alle zeigen. Das dauert doch viel zu lange. So, hier ist Metallcooler. Was will der denn? Ich habe nicht mit Überleben in Saiyajin gerechnet. Eine hartnäckige Sorte. Ich werde jetzt jeden letzten Saiyajin aufspüren und vernichten. Auch deine Lebensenergie werde ich mir aneignen. Wenn du stark genug bist, bilde ich vielleicht eine Armee aus Metall-Saiyajin. Erobere damit alles. Boah, klingt irgendwie geil. Du kannst dich am Widerstand versuchen, wenn du magst. Dann kann ich meinen Können prüfen. Siege 20. Oh Gott. Metallcooler. Dore Scouter. Was? Achso, einer von denen. Okay. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben lassen. Ein Abo, ein Kommentar oder was auch immer, all die schönen Sachen, um den Kanal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ist ja immerhin auch schon seit 3 Jahren hier am Laufen. Und nach 3 Jahren tue ich das erstmal hier so ein paar Dinger verlangen. Weil warum nicht? Egal, 20 Metallcoolers kaputt hauen. Okay, ich habe übrigens nicht mehr. Was zum Teufel? Jetzt aber nicht sehr viel aus. Ja, ich bin jetzt auch schon Level 50 oder so. Aber dann sehen so wenig aus. Er hat 25.
Level 20. Ich kämpfe schon gegen Level 20er Leute, die halten viel mehr aus und haben viel mehr AP und so. Geh mich nicht zum Zweifachen, egal. Wir gehen auch gleich aus, also stimmt nicht. Ich habe Blitze. Der erste Saiyajin nicht. Okay. Egal. Wer schneller geht, dann noch besser. Gell? Brauchen wir uns ja alle Zeit. Will ich dann wieder so, weil nicht wird wie ein Kampf gegen Freezer und Cooler. Wo ich wirklich, weiß nicht, Probleme hatte. Das hatte nicht wirklich was mit dem Level zu tun, sondern weil ich, weiß nicht, zu blöd war für das Spiel. Also für. Was soll ich sagen? Ich habe nicht mehr die eine super Seele, womit ich jedes Mal mehr Angstkraft bekomme, wenn ich jemanden erledige. Ich habe jetzt Piccolos super Seele. Und zwar werden dadurch alle meine Werte erhöht. Also auf dem mittleren Wert. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Also für solche Missionen wäre natürlich die andere besser gewesen. Aber wie soll ich mit so was ahnen? Ja, okay, der hat mir gesagt, töte 20 Coolers, Metall Coolers, aber trotzdem. Ich will jetzt extra jetzt nochmal ein neues Ding hier ausrüsten. Worauf? So eine ähnliche Mission habe ich übrigens auch schon mal gemacht, wo man irgendwie Gegner erledigen musste, 20 Stück, und jedes Mal bekommt man irgendwie so ein bisschen mehr Zeit, weil ich dabei irgendwie so eine Parallelquest mit, wo ich so Freezer-Soldaten erlegen musste. Und ja, dann muss ich irgendwie das gleiche machen. So 20 Soldaten erledigen, jedes Mal ein bisschen Zeit gegeben, dann muss ich gegen Freezer kämpfen. Hallo. Den habe ich noch nicht. Kann ich den so freischalten? Oh Gott. Ich glaube, er macht mich fertig, ne? So, hab ich eben nicht. Viel. Was? Oh. Oh. 28. Was? Dann zu, was machst du denn hier? Der ist mein Meister im Moment. Oh Gott, warum? Seht ihr das? Vorhin war ich ja alle locker fertig und jetzt kommt er und macht mich fertig. So ist halt immer mit der Logik in diesem Spiel. Ja, da ich Piccolo Super Seele jetzt habe, kann ich irgendwie so Ki einsetzen. Also vier Explosionen. Ja, guckt euch dann an. Ja, Energiekappe. Genau, das meine ich. Level bei mir irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. Wenn ich hier mit Level 20 reingegangen wäre, ne, hätte ich noch voll auf die Schnauze bekommen von denen jetzt. Ich verstehe, ich war nicht am Zu auftaucht. Der ist nicht mein aktueller Meister, aber können die dann einfach auftauchen so? Der Kampf gegen Cooler. Zum Teufel. Irgendwie ignoriert er ihn voll. Oh Gott. Nein, 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 nein. Wir haben schon, hilf mir. Oder ist es nicht wahr? Wie ich verreck jetzt. Komm schon, hilf mir. Danke. Okay. Ja. Nein, lass den in Ruhe. Ist ja doch gut, dass der auch noch ist. Seht ihr, und deswegen level ich. Damit so ein Kack nicht passiert. Wenn er jetzt am Schuh nicht auftaucht, dann wäre ich voll getötet worden. Falls er das schafft, mich wieder zu beleben. Boah, lass den doch mal hier hinkommen. Probier. Weil ich schwimm. Sehr gut. Ach, komm her. Danke, ihr am Schuh. Ich mein Leben gerettet. Das passt nicht. Oh mein Gott. Und deswegen level ich. Mit so einem Scheiß nicht passiert. Ah, kurz vor Level Up. Ich bin mal im Level Up. Doris Scouter. Okay. Deswegen level ich. Ich kann es nur noch mal oft genug sagen. Ist auch voll die Verarschung.
Gut, habe ich Metall Cooler jetzt freigeschaltet oder die ultimative Form von Cooler? Ja, freue ich nicht zu früh. Ich kann unendlich wiederbelebt werden. Ich entwickle mich weiter. Der steht einfach hier weiter. Okay, was kann man noch machen? Ich glaube, wir können zu Mr. Satan gehen, weil ich glaube, der wollte auch das letzte ist, dass wir irgendwie eine 45er kommen oder so gemacht haben. Und ja, da habe ich glaube ich ein paar Mal geschafft mit meiner einen Ultimate hier, wo ich so eine riesigen Explosion mache. Also ja, ich glaube, wir können uns jetzt eine Dings abholen, eine Belohnung, was auch immer er mir gibt. Schon lange nicht mehr. Mr. Satans Haus. Und irgendwie nächste Ding uns abholen. Er gibt uns wahrscheinlich immer auch welche Aufgaben, ne, die wir erledigen müssen. Du scheinst alles zu geben, um eine Auswahl zu bewältigen. Gut, aber bei der letzten Auswahl. Und du warst schneller fertig, als ich gewartet hatte, wirklich. Nun, hier ist die Belohnung. Was meinst du mit sie? Jetzt etwa zu toll. Du sagst immer das Gleiche. Okay. Na, schieße 8 Quests ab. Ja, super. Ich muss ja mal, ich muss nicht, ob jetzt zählt hat mal ein großes Fireman. Mit denen möchte ich im Moment nichts machen. Freezers Armee muss ich auch noch machen. Ich mal einige Meister hier aus dem Weg räumen. Ach, Quest werden wir auf jeden Fall irgendwann machen. Ich mal einige Meister hier aus dem Weg räumen. Mal weitermachen können hier, weil es so nervig die hoch zu leveln. So, blöd ist die ganzen Belohnungen immer so zwischendurch, die ich mir anhören muss. Die will ich ja auch zeigen. Ah, gegen die Ampel. Wenn wir mal als erstes, glaube ich, Gitarre. Müssen wir von denen ja erstmal zugequasselt werden, jetzt mal. Dann müssen wir so 2-3 Belohnungen abholen, nehme ich mal an. Aber was soll's. Lugret, was hast du vor, sag mein Meister? Was, du willst, dass ich dich unterrichte? Ja, das haben wir schon. Ich hätte es nie erträumen lassen, mal einen Schüler anzunehmen. Dass ich eins klarstellen, ich bin nicht hier, um dein Kumpel zu sein oder auf dich aufzupassen. Ich helfe dir mit meinen Training, weil ich selbst trainiere. Es geht hier um mich, nicht um dich. Aber denk an dein Ziel. Benutze mich, um den Ziel zu erreichen. Ich will sehen, wie weit du kommen kannst. Stolzer Zeiger, den Prinz. Ich habe Potenzial in dir gesehen und scheinbar hast du auch ein Talent für den Kampf. Ich bin nicht interessiert daran, jemanden zu unterrichten, und er nur an der Oberfläche stark ist. Ich habe das Temperament eines wahren Kriegers in dir gespürt und deshalb bist du hier. Täusch mich jetzt nicht, verstanden? Du kommst ja ziemlich oft her. Willst du dir nicht langweilig rumgeschossen werden? Hey, du bist ungewöhnlich. So langsam erinnerst du mich an Kakarot. Aber ich habe dich trainiert und du lässt dich in einen anderen Licht erscheinen. Im Gegensatz zu ihm nervst du mich kaum. Was weißt du denn da? Dieses Gespräch ist beendet. Lass mich ein paar Übungen machen oder so. Ich habe von einigen Dingen gehört, die du machst. Du setzt dein Potenzial um. Aber das ist der Anfang mit mir. Als dein Lehrer musst du dich an einen höheren Standard halten. Du wirst sogar ein besserer Zeitzeuger als Trunks sein, ist das klar? Ich bin nicht hier. Ich bin mir sicher, dass du das schaffen kannst, solange du mir zuhörst. Versteht sich. Okay. Lernen wir näher unsere nächsten Sachen. Wir müssen auch mal mit den Meistern hier vorankommen, ne? Kann nicht sein. Eigentlich Krillin haben wir bis jetzt als einziges hier. Weiß man nicht, ob ich deren Angriff einsetzen werde, die meiste Zeit, aber mal gucken. Werde ich machen, wenn ich zu stark bin. Ja, Finish Breaker, feuer deine Salbki-Explosion ab. Mich ab. Muss das nicht damit erledigen, oder? Das geht mir gerade auf Nerven. Ja, die typische Vegeta-Attacke. Aber ich muss mich aber nicht vorlegen, ne? Ah, ich habe gar keinen, ganz mein eigener Ultimate. Oder? Was ihr gerade auch als Parallelquest von Mr. Satan. Boah, bleibt hier. Bleib hier. Boah.
Ja, und 30 Sekunden immer. Ich glaube schon viel früher machen sollen, aber was soll's. Ja, jetzt war Vegeta. Oh, das muss ich da. Aber wie geht er stolz auf mich? Wie er Frust hat. Mit einmal dieses Training und dann einmal den Capsule Corporation mit Training, ne? Oh. Wer ist nicht Z? Will mich verarschen? Wie viel schneller soll ich denn dann noch machen? Wie mit einem Schlag oder was? So, voll die Verarschung, ey. Mach doch schon so schnell, wie es geht. Ja, das ist mir jetzt egal. Beziehungsweise schnell auf. Ich wusste, dass du einen guten Instinkt hast. Du hast gerade einen Finchbreaker lernen. Ich erkläre ihn dir. Du schießt wie blöde Kehrexplosion auf den Gegner. Wir helfen wir dich noch zu verbessern. Ja, Lektion 2, Blitzi. Ja, dann müssen wir noch neues Dings-Event hier machen. Ja, Kaio. Ah, okay. Was ist das? Hat diese eine Attacke. Als sonst. Vegeta aus Dragon Ball Super. Ah. Und er hat noch gerade zu Nappa an seiner Seite. Volle. Oh, tschüss. Oh, leck mich am. Wie soll ich ihn so treffen? So. Einige Attacken, ne? Ich bin schon 30 Level höher. Ich muss doch hier voll Z und alles was bekommen, Mann. Ist doch nicht. Gut gemacht, du hast Gegner besiegt, die wirklich versucht haben, dich zu töten. Und du hast auch noch Stil bewiesen. Deine gigantische Stärke bedeutet nichts, wenn du im Kampf nicht einfach nur wild herumfuchtelst. Das ist aber alles, was ich mache. Wie von dir eingesetzte Blitzi-Pech blickt besonders viel geschickt. Dein Gegner werden nicht immer nur Dummköpfe sein. Du sollst ihn kühlen Kopf bahnen und auf dein Timing achten. Hm. Warte mal. Hm. Warte. Ich will gucken. Sieht man jetzt schon Fortschritt? 21%, okay. So, warum kann ich hier nicht weitermachen? Boah, das ist schon wieder. Muss ich jetzt schon wieder hier was machen oder wie? Und seinen Fortschrittswert ablehnen, oder? Ja, mach mal das. Super Frontsprung, ist schon gegen C18. Okay, die schalten. Was? Habe ich die überhaupt schon alle? Nee, ne? Dann lernen wir, die kriegen wir hier wahrscheinlich schnell, was soll's. Nehmen wir das einfach, machen wir das einfach. Gucken wir mal. Ich verwirrt das noch alles, Mann. Ich wollte mit Vegeta jetzt hier abschließen. Irgendwann nochmal irgendwann, aber ich habe ja jetzt den auf Maximum, also kann ja eigentlich nichts passieren. Okay, dann mache ich euch immer fertig. Wer auch immer hier kommt. Oh mein Gott. Die Gegner in der Parallelquest halten sogar mehr aus. Ich auch schon was? Boah, leck mich am. Alter, was machst du da?
Verstehe. Ja gut, das ist jetzt so. Boah, leck. Lass mal aufhören. Du bist tot. So. 18. Okay. Du, boah. Ich werde sie am Schuh rufen. Das ist immer noch voll episch. Kann ich teleportieren? Oh. Wenn ich treffen würde, wäre es sogar noch besser. Oder lass mich den Gegner einfach abhauen. Ich bin face hier. Jetzt der. Übrigens mal die Sprachlautstärke ein bisschen höher gestellt. Ich glaube, runter. Oder nur die Sprachlautstärke hoch. Mit man. Boah. Ich habe irgendwie ein Gefühl, ist immer voll leise. Eine ganze. Lässt du mich mal irgendwas machen? Alter, die haut die ganze Zeit ab, ne? Und wenn ich näher komme, geht die mir auf die Fresse. Was hat denn für eine Strategie? Ja, Festart. Kann doch nicht wahr sein. Es ist wie diese. Ist genau wie diese Fernkämpfer in. Ja, genau wie die ganzen Fernkampfcharakter aus Naruto. Aus Naruto Shippuden. Ninja Storm, die Ninja Storm Spiele. Ganzen Fernkampf, die ganze Zeit nur immer auf Abstand gehen und ihre Fernkampfangriffe einsetzen. So einfach nicht. Was ist das? Oh. Man kann unter Cell dann trainieren, fällt mir gerade ein, im ersten Teil. Das ist auch geil. Boah. Schaffen wir noch irgendein Training? Mit Vegeta. Unsere Fähigkeit Davonsprung. Ist glaube ich nicht so eine gute Fähigkeit. Das reicht nicht, um mich zu besiegen, nehme ich an. Aber Broly, der kommt ja noch gar nicht vor. Hallo? Gemacht, was in das bestanden. Jetzt kannst du Unterricht bei neuen Ausbilder nehmen. Du solltest die neue Ausbilder begrüßen und die neu verfügbaren Lektionen nutzen. Okay, jetzt mal gucken, ob ich bei Vegeta hier weitermachen kann. Sana war boah, und anderen schaffe ich jetzt nicht. Ich sag, wir machen mal irgendeine Parallelquest noch dranhängen, versuchen. Nicht mal. Mal. Einfach random irgendwas machen wir. Genie und die Frucht, die habe ich mal online gemacht mit einem Kollegen. Wie geht und Trunks, ja, habe ich mich schon gespoilert. Buah, ja. Deswegen sind auch schon die Siegesbedingungen und also was aufgetaucht. So, haben wir irgendjemanden freigeschaltet? Ja, nö. So, hier den habe ich mir übrigens. Also erstmal habe ich mir ihn ja Hit aus Dragon Ball Super freigeschaltet aus mit den Dragon Balls und danach Ice Shenlong. Okay, das war glaube ich auch wie im ersten Teil. Und ja, jetzt habe ich Vegeta als Dingens, aber ist egal. Ginyo, weiß ich nicht. Ginyo. Mach mal so und so. Was ein Team. Ich glaube, Talos kommt hier in der Mission vor. Ich weiß es aber nicht. Weiß auf jeden Fall schon, was auf mich zukommt. Damals habe ich die schon locker geschafft. Also muss ich die jetzt ja auch locker schaffen. Warum machst du dich da? Und ich hau voll auf den los und was? Bleib mal still, ich bin hier um zu stören. Amari, kini naru na yo.
Hab ich gerade kaputt gehauen, ehrlich? Ja, voll, ne? Nee. Doch, boah. Ich bin drei. Ist immer noch drauf, der hat. In dieser dunklen Form. Silence! Aktiviert! Jetzt kommt der hier! Ja, gut. Weitere kommen auch irgendwie sich so in eine dunkle Form verwandeln können. Dann kommt mir jetzt noch Schulter. Mich verarschen? Wollte ich gar nicht machen. Aber gut. Boah, jetzt hat er seine Aufgabe wieder voll. Thales ist auch hier, was? Dann kann ich mich auf den von den Bandisierten angreifen. Ey, gibt es hier solche, so viele Sachen, die einen irgendwie behindern können, ne? Nur auf einen Gegner losgehen, aber kommen meine Gefährten und tun mich aus der Bahn bringen. So, jetzt nichts, doch da. Alles wird auf jeden Fall sein. Das sind aber von Vegeta und Trunks, glaube ich. Hallo, was macht ihr denn hier? Okay. Okay, wir gehen nicht weiter. Ich dachte, weil er immer noch ein Ausrufezeichen ist, da irgendwas noch passiert, aber nein. So, jetzt machen wir, wie noch immer hier ist, fertig. Mein Gott, ist hier. Hey. Nein, geht das nicht. Wo bist du? Das beide haben wir gleichzeitig hat. Ach, haben Vegeta und Thales stand da nicht Vegeta und Schwanz, ne? Das ist doof. Was ist das? Oh, oh nee. Und da ist er wieder. Bei Sinnen. Anstatt von Sinnen. Ups. Mann, Leute, hört auf damit, meine Angriff zu stören. Doch. Ultimativ? Nee. Was? Ultimativ, oder? Sonst war nicht. Ich hab nichts gelesen. Oder bin ich blind? Egal. Boah. Gut. Ja, dann war's das für diesen Part. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge die Story ein bisschen weiter. Mal schauen. Was ist mal mit angefangen? Ach, der kriegt das schon. Kann schon wieder einen Fortschrittstest machen, geil. Boah. Wenn wir ihn dann auch nächstes Mal machen, machen wir nächstes Mal, ne? Wir machen mal nächstes Mal doch ein paar random Sachen immer noch. Einige Meister abschließen vielleicht. Ich war seine. Ich war gerade mitten mit Vegeta dran. Dann. Ah, dann machen wir in der nächsten Folge wieder einen Fortschrittstest und versuchen mal irgendeinen anderen Meister hier hoch zu leveln. Okay, gut. Dann muss ich sagen, ich bin im Partier. Jetzt wird der nächste Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.